Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, diesmal Moons of Madness. Pocket Games. Na, wir machen wir schon mit Unreal Engine, so wie ich jetzt kurzzeitig gesehen habe. Lass uns mal überraschen, was da kommt. Nur der Würf, mittlere Würfel gerade noch sichtbar ist. Ist hier gar kein gerade sichtbar? Ach, da sind Würfel. Gespeichert, schalter nicht. Okay, also wird automatisch gespeichert, wir sollen nicht einfach ausschalten. Einstellungen. Musik mache ich mal auf die Hälfte. Video haben wir halt nur kalibrieren. Und wir machen mal ein neues Spiel. Ist das dunkel, anyone there? Ach, das ist da garantiert wieder auch so ein Ding, wo ich mich zu Tode erschrecke, ey.
Come, blow out the candle. Oh my God. Alter, was war das? Everybody okay? I almost spilled my coffee. Oh my gosh. I'll have to check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, no problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. And what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Beautiful. That's what I've been told. Should memorize this. Ach, 0509 wartet dort, also hinterm Bild. Okay. Confirming my ID bypassed security for my room. Door's unlocked now. Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish. Currently communicating, which is technically my job, kind of. Zu, von da komme ich. Ich habe gedacht, man kann hier noch ein bisschen erforschen, aber man kann hier nicht erforschen. Verschlossen. Wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, ist Mittagsschlaf zu Ende. Ja. Ich habe mich nicht verhört. Hey, what's up with the lights? Getting some odd spikes in power is the 10 minutes now, Schatz. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, I'll have a coffee. No, really, take a coffee. Coffee machen. Baby, come here.
Who put up this sticky note about the witch? You like my drawing? I made it last night. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Yeah, my master. Was that from last month? Well, what should I eat today? Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Crap! What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Macht Mama Seifenblasen? Geschlossen. So weird. Those are weird. There was a stuck door in the dream I had. It's not important. It's just weird. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Verschlossen. Alles offline. Ich sehe auch diese Mondzeichnung. Oder diese zwei Kreise. Ich habe eher gedacht, dass es für Erde und Mond steht. Hier irgendwie den Strom anschalten. Sind jetzt hier alle Türen zu? Komme ich hier jetzt gar nicht mehr raus? Hier sind echt alle Türen dichter. Nicht ran, ich muss hier das ist verschlossen, aber die sind bitte aus. Vorsicht, rückwärts runter.
Poco zuerst. Jawohl. Green screen. Wie gesagt, bin ich jetzt gerade vollkommen überfragt, Leute, wie es hier jetzt weitergehen soll. Möchtest du ein Würstchen? Ah ja. Ja? Wollen wir Würstchen machen? Staubsauger. Ich bin jetzt gerade überfragt. Ich habe jetzt euer, wie gesagt, ja nicht mitgelesen gehabt. Ich denke mal, wir sollen hier irgendwie den Strom anmachen, damit wir da vorankommen. Ich kann auch krabbeln. Okay, mal gucken, dass ich hier irgendwo getroffen wurde, durchkrabbeln können. No good. I think there's a reset button somewhere. Just my luck. I need to find something that can fit in there. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. I wish. There. Got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the bio gauge. What is this?
quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Yeah, jetzt einen Anzug anzuziehen. Scheiße. Ich sollte schon einen Raumanzug anziehen. So, den Helm wollen wir aufhaben. Ah, ich hab einen Raumanzug, hab ich ja, den geht mal an. Könnte man ja auch gleich mal dran denken, dass man den fremden Planeten nicht ohne Helm betritt. Ketchup. Ja. Ja, wir müssen dann heute noch mal los, noch mal holen. Ach, da ist es. Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Fedalina? You've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces, supplies, distractions. Everyone's so on edge now. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and lock down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate. Das sieht so rot aus, das kann nicht Mond sein, obwohl das Moon heißt. Denk mal, wir sind doch auf dem Mars. Pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Yeah, suit yourself. The anticipation is killing me. Wenn wir die Energieversorgung der Basis wiederherstellen, okay.
Someone must have borrowed a power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare up. Mir wird so komisch vor, oder euch auch? Dass das hier alles so einsam ist. Ich unterhalte mich die ganze Zeit mit irgendjemandem. Keine Energie. Nicht, dass euch wundert, warum die Kleine jetzt gemeckert hat. Meine Frau hat den Besen, also ich habe so einen Gummibesen. Mit unten nicht. Darf Papa den mal zeigen? Okay, darf ich nicht. Der hat Gummiborsten, also jetzt nicht so Stoff, Fellborsten, so Gummiborsten. Und der hat einen langen Stiel gehabt, weil wir hier eben noch sauber gemacht hatten. Die Große und ich. Und die Kleine wollte den dann unbedingt haben. Und Frauchen hat dann halt den genommen und halt den aufgeschraubt, damit man den zusammen machen kann. Damit der nicht so einen ellenlangen Stiel von 2 Metern hat. Ja. Und jetzt rennt sie hier mit dem Besen rum. Aber erstmal musste man den ja wegnehmen, damit man den stellen kann. Und das war jetzt nicht ihr Ding. Das wollte sie halt nicht. Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Excuse me, ketchup? Okay, also das Solarmodul braucht Strom. Dieses hier. Also müssen wir das alles machen. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, wir sind jetzt schon 29 Minuten dabei, also 30 gleich. Ich denke mal, für den Angezockt reicht das aus. Achso, da wird uns... Ne, hier sind wir hin. Energiezelle einstecken. Also wir brauchen eine Energiezelle. Okay. Jetzt müssen wir hier halt eine Energiezelle suchen und die da hinbringen und dann mal gucken, ob das noch weit, wie weit das noch geht. Ich denke mal, das wird auch noch graulich, sonst hätten sie uns ja nicht gezeigt. Und Menschen alleine auf einem fremden Planeten. Das ist immer nicht so eine gute Idee. Na, lass uns mal überraschen. So, ich denke mal, für das Angezockt reicht das aus. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde das Spiel, so wie ich es gespielt habe, hochladen. Ich werde kein Intro, kein Outro machen. Ich werde es nicht bearbeiten. Reines Gameplay, so wie ich es hier habe, vor mir auf dem 4K-Monitor. Ich spiele es auf der PlayStation 4 Pro, deswegen hat es 4K. Werde ich es hochladen mit einer sehr hohen Bitrate, also Video-Bitrate, ja, damit es halt auch wenig Verluste hat, weil YouTube sowieso nochmal komprimiert. Aber so seid ihr halt so nah wie möglich an dem Ergebnis, was ich hier vor mir sehe. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.